Warum Salsa und du? Ich habe eine Gegenfrage. Wieso nicht? Aber wir nennen dir hier ein paar Gründe, warum du unbedingt Salsa und du ausprobieren solltest. Jetzt ohne eine besondere Reihenfolge der Gründe. Für den einen wird der eine Grund wichtiger sein als der andere. Aber wir reihen das einfach so nach und nach. Nehmen wir zuerst die etwas tiefere Connection zu Musik. Denn um Salsa und Tu tanzen zu können und mehr zu spüren, beschäftigt man sich wohlwollend oder nicht mehr mit der Musik, mit der Struktur, mit den Instrumenten. Man taucht tiefer ein und man entdeckt ganz, ganz schöne Korallen. Wie wenn man schwimmt oder schnorchelt oder tiefer eintaucht. Salsa und Tu bedeutet, dass man ein wenig tiefer eintaucht und auf einmal diese bunte Welt von Salsa-Musik entdeckt. Und dazu tanzt man auch ein wenig anders natürlich. Man tanzt nicht nur ein wenig anders, sondern man spürt noch zusätzlich auch den Groove, den diese Musik in den Körpern der ursprünglichen Tänzer bzw. Tänzerinnen, also die dort leben und mit dieser Musik aufwachsen, die diesen auch spüren. Und man tut man sich ein bisschen schwer, weil man eher auf der Oberfläche bleibt, wie der Dado jetzt eben schon gesagt hat. Und on Tu bekommt man langsam dieses Gefühl, dass eben zurück zu diesen Ursprüngen geht. Wie wenn man klassische Musik auf einem nicht so tollen Radio hört und nicht diese feinen Töne hört, wo die Liebhaber von der klassischen Musik da Gänsehaut bekommen. Ungefähr so ist es, wenn man dann auf einmal diese ganzen Instrumente wahrnimmt und das aufsaugt und dann irgendwann beginnt man auch die tatsächlich tänzerisch zu visualisieren bzw. zu vertanzen. Als zweiten Grund möchten wir auf jeden Fall die Connection im Paar erwähnen, denn dieses andere Timing hat auch eine andere Connection zur Folge. Also man bewegt sich ein bisschen anders als Paar, als on one. Und diese schöne, wunderschöne Connection ist etwas, was alle, die on two dann sich wirklich damit beschäftigt haben, auch spüren. Es gibt so ein schönes Wort im Spanischen, es heißt Cadencia oder auf Englisch Cadence. Das heißt die Art, wie wir, sagen wir so, schwingen im Raum. Und on one ist eher so ein wenig staccato und on two wäre so ein wenig legato und so ein wenig schwebend. Und das kann man schwer erklären, bevor man es wirklich einmal im Paar dann spürt. Es ist eben eine andere Art, übers Parkett zu schweben. Es ist nicht besser als on one, es ist einfach ein wenig anders. Es gibt einen schönen Spruch, den man am Anfang hört und den man dann aber erst selbst erfährt. Es heißt, on two bedeutet in der Musik zu tanzen und on one zur Musik. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied, aber wir freuen uns, wenn ihr den mit uns gemeinsam entdeckt. Ein sehr praktischer weiterer Grund wäre, dass man einfach mit mehr Tänzer und Tänzerinnen tanzen kann oder die Möglichkeit bekommt, mit einem größeren Pool an Tänzerinnen zu tanzen. Denn manche tanzen nur on two, die andere tanzen nur on one und wenn man beides tanzt, dann hat man den Jackpot. Tadada, man kann mit allen gut, genauso gut tanzen. Auch wenn in deiner Szene vielleicht es noch keine on two Tänzer gibt oder zumindest nicht so viele, lass dich davon nicht abschrecken. Denn auch wenn es vielleicht in der Szene jetzt nicht diese große Erweiterung gibt, die du dir hoffst, international gesehen und wenn du auf Festivals fast, wirst du das auf jeden Fall erkennen. Man sagt auch oft, dass man beim New York Style Salsa on Two mehr Zeit hat zu drehen. Und das ist dank der Struktur, der Schritte und der Anordnung. Und tatsächlich so, dass man etwas mehr Zeit für die Drehungen hat oder, anders gesagt, in derselben Zeit das Gefühl hat, man kann noch mehr drehen. Ja, auch noch ein Grund. Beziehungsweise der Abschluss der Drehungen ist etwas runder und etwas smoother. Ein weiterer Grund ist, dass fortgeschrittene Tänzer und Tänzerinnen aus den schon genannten Gründen on two bevorzugen. Das heißt, wenn du mit mehr fortgeschrittenen Tänzern bzw. Tänzerinnen tanzen möchtest, dann lerne on two, denn da ist die Chance
viel, viel größer, dass sie auch mit dir tanzen möchten. Wie Dado und ich versucht haben, Onto zu entdecken, war es sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden, der uns die großen Zusammenhänge einfach erklären konnte. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Tänzer und Tänzerinnen gefragt, die damals schon sehr bekannt waren und Onto getanzt haben, beziehungsweise auch in One-Tänzer, sehr viele internationale Instruktoren, heimische Instruktoren. Es war ein langer, harter Weg. Genau. Und wir haben jetzt sehr, sehr viele Informationen gesammelt und das ist vielleicht jetzt der Vorteil, dass wir diese gesammelten Informationen möglichst einfach verpackt weitergeben möchten an euch, damit ihr nicht so einen langen Weg habt, wie wir ihn selbst gehen mussten. Genau. Uns wurde immer gesagt, du musst das Gefühl haben und du musst das, ja, okay, Gefühl ist gut, aber wie kommen wir zu dem Gefühl? Und hier versuchen wir das, wie die Conny gesagt hat, vereinfacht, pragmatisch und auch teilweise mathematisch die Struktur zu zeigen, damit man leichter zum Gefühl kommen kann und dann diese Struktur, Mathematik dann vergessen kann und dann einfach nur noch dahin grooven kann. Das heißt, es gibt wirklich viele Gründe, dieses Modul genau zu studieren und auch wenn es durchaus immer wieder ein bisschen Zeit braucht, sich an die neue Struktur zu gewöhnen, durchzuhalten, um eben diese schönen Korallen bzw. Korallen, es geht eine, immer so schön sagt, ja, zu sehen. Es geht eine ganz neue Welt auf in der Welt, wo man geglaubt hat, das war's, that's it. Ich bin jetzt am Ende angekommen und dann auf einmal taucht man etwas tiefer ein und sieht ganz eine neue Welt. Und wir möchten dir in diesem Salsa on Tour Modul diese Reise bzw. diese Herausforderungen möglichst erleichtern, damit du den Weg richtig genießen kannst. Also, Nase zu und plopp! Eintauchen in die neue Welt.